Moin Leute und herzlich willkommen jetzt in der nächsten Folge von Minecraft Wasteland. Wir sind wieder dabei, in die Welt zu starten und ein bisschen weiterzukommen. Beim letzten Mal waren wir ja dabei, das Amulett zu craften, beziehungsweise wir waren dabei, die ganzen verschiedenen Sachen zusammenzusammeln. Und damit machen wir natürlich heute weiter. Sprich, wir müssen für die Essenzen alles sammeln. Und was mich mal interessieren würde, ich habe dem... Obwohl, er hat mittlerweile nicht aufgenommen, also kann er da eigentlich nichts gemacht haben. Weil ich habe den lieben Flu geschrieben, dass er jetzt bei den Noden einfach seinen Zauberstab reinpacken kann. Wenn er die auffüllen muss, ne? Also ich meine, er hat seitdem nicht wieder aufgenommen. Alter. Was zum Teufel ist das denn jetzt? Egal. Aber ich will mal kurz gucken. Die ist noch ganz, weil ich habe ihm auch gesagt, dass da kein Iron Cap rein darf. Ja, sind noch alle ganz. Dementsprechend bin ich gerade ganz glücklich. Yeah! Vielleicht sollten wir irgendwann noch einen Zauberstab machen, dass wir immer genug haben. Das wäre tatsächlich nicht ganz so geil. Aber egal. Ich habe die Longboard Boots, ne? Ja. Aber selbst wenn nicht, ich habe ja jetzt meine Flügel. Aber man weiß ja nie, ne? So. Also. Wir waren beim letzten Mal dabei, die ganzen Sachen für dieses Amulett zu sammeln. Wir haben die Mixed Crystals, 2 Primal Charm brauchen wir noch. Dafür brauchen wir ganz viele von diesen hier auf jeden Fall. 2x Primal Charm, das heißt 2x Balance Charts dafür rein. Und dann war das ja wichtig, die Reihenfolge. Luft, Feuer, Wasser. Luft, Feuer, Wasser, Erde oder Erde oder und Entropie. Und dann war das, glaube ich, 2x Gold, ne? Richtig? Genau, und jetzt brauche ich halt noch 2 Feuershards, die ich nämlich gerade nicht dabei habe. Ich glaube aber, die findet man nur in der Erde, wenn ich das richtig weiß. Tja. Das tue ich mir eben alles weg. Später brauche ich hier so ein Mandema-Amulett, ne? Das habe ich schon drin, das habe ich drin. Und dann die 2 Dinger. Das heißt, das ist alles, was noch fehlt. Das kann ich mal eben hier reinpacken. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Feuershards. Hat denn der liebe Flu ein paar Feuershards für mich? Ist die Frage. Ja, also ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir uns 2 Stück klauen. Weil ich meine, der hat 50 Stück. Warum er der 50 Stück her hat? Alter Schwede. Die waren auf jeden Fall meinen. Dann will ich mir einmal meine Rüstung hier anziehen. Ihr habt ja gerade schon gesehen, wie teuer die sind. Und meine 50er reinlegen. Und dann kann ich jetzt beide ohne Probleme herstellen. Hab jetzt zwar alles nur 5, aber ich kann das ja gleich wieder auffüllen. So ist es ja nicht. Na, ich habe das ja nicht weit zum Auffüllen meines Stabes. Dann wieder hier anlegen. Gut. Das kann hier wieder rein. Wir sollten mal diese Büsche wegtun, ne? Das ist ein bisschen nervig hier. Tun wir mal eben hier rein. Dann packen wir mal eben hier alles hin. Ja, gut. So. Zum Herstellen des Amuletts habe ich jetzt an sich die ganzen Sachen beisammen. Jetzt fehlen nur noch die verschiedenen Dinger. Ja, dafür kann ich mal diese Tropfen alle verbrennen. Für was anderes sind die ja, glaube ich, gar nicht gut. Okay. Dann kann ich die jetzt mal vernichten. Ist hier noch was drinne? Metallum ist hier noch drinne. Oh ja, und das viel. Aber weil es nicht abgeleitet wurde, okay. Metallum. Metallum. 2 Metallum sind noch drinne.
Aber eigentlich reicht das erstmal mit Talon. Aber ich will irgendwie nichts verschwenden. Weil ich kann, theoretisch kann ich auch einfach das Glas aufstellen und einen Rechtsklick drauf machen und dann lösche ich das. Aber irgendwie bringe ich das nicht übers Herz, was zu löschen. Es ist mir irgendwie zu kaltherzig. So, dann kann ich die mal eben verbrennen. Und die mal eben verbrennen. Es geht so schnell, deswegen mache ich jetzt eben nacheinander rein. Kann ich die hier verbrennen. Und die verbrennen. So. Auram ist ja überall drin. Das heißt... Habe ich die stehen lassen beim letzten Mal? Wirklich? Ach Gottchen. Also Auram ist ja überall drin. Examinus. Er. Was ist da oben drin? Erlinus. Okay. Einmal er. Okay. Er kann ich rausmachen. Dann natürlich Petitio. So, das muss eben nach oben. Was war das jetzt gerade noch? Ich hab doch da irgendwas noch gelesen. Pedish Erlinus, genau. Habe ich noch gar nicht. Auram Examinus Pedishio Erlinus. Okay. Das heißt, hier kann ich eben Pedishio rausmachen. Dann brauche ich nochmal eben neue Plaketten. Hier. Ach, jetzt habe ich gar keine Tintensäcke mehr, ne? Hatten wir die jetzt immer in den Truhen vorne? Habe ich echt meine ganzen Tintensäcke hier verbraucht? Wahnsinn auf jeden Fall. Dann kann ich ja gleich mein Dings holen. Wie heißt das nochmal? Ich habe gerade vergessen. Ah ja, Tintensäcke haben wir. Müssen wir bald wieder neue machen auf jeden Fall. Also erstmal tue ich jetzt meinen Golden Band Zauberstab dahin. Der kann sich dann... Alter, wie war nochmal die Taste? Nein. Ganz, ganz dumme Idee, Shiro-Tasten auszuprobieren. Ah. Dann war das wahrscheinlich so eine Steuerung F5-Taste oder sowas, ne? Wahrscheinlich. Dann holen wir uns die gleich. Oh. Oh. Mit der Spitzhacke geht das viel schneller. Das wusste ich noch gar nicht. Okay, ich gehe mal kurz hier aus dem Schrank raus. Ja, wenn ihr übrigens wissen wollt, was gerade passiert ist. Ich habe gerade aus Versehen einmal auf Vollbild geschaltet. Ha. Wieso wird denn immer genau dieser Schrank nicht geladen? Immer. Das ist immer voll gruselig. Wartet. So. Jetzt vielleicht. Ich möchte halt gerne in der Zwischenzeit meinen Zauberstab wieder auffüllen. Ich glaube, ich muss das mal umbauen, ne? Das kann ja nicht sein. Egal, dann lassen wir es jetzt erstmal. Und machen uns neue Plaketten. Juhu, also Schokobo, was machst du da eigentlich immer? Da oben. So, zweimal neue Plaketten. Und dann geht's hier runter mit Permutation. Zack. Okay. Auram. Das dürfte dann erstmal auch genug Auram sammeln, oder? 39. Und ich brauche 24. Okay, das heißt, daran haben wir schon mal genug. Die möchte ich nicht wegwerfen, tatsächlich. Das hier brauchen wir gerade nicht. Dann brauchen wir natürlich zwei neue Gläschen. Und haben dann einmal Examinus. Und einmal Erwinus. Dann haben wir hier einmal Erwinus. Einmal Examinus. Dann einmal hier meine Kiste. So, dann heißt jetzt haben wir Erlinus fertig. Jetzt kommt das nächste und zwar Potentia. Fisch also.
wie kann man nochmal am besten Fisch erzeugen? Nein. Hier war doch Aspect of Magics. Fisch. Ach, es sind Kohle. Genau. Fisch waren Kohle. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Dann brauchen wir noch Zauberstab und Vakkus. Ja, und... ja. Also wir brauchen Kohle. Dann brauchen wir... Holz? Holz? Kohle, Holz und Schalen, ne? Ja, Kohle, Holz und Schalen. Das können wir machen. Gucken wir erstmal nach Kohle. Da haben wir hier Kohle. Holz. Wir müssen doch eigentlich noch mehr Holz haben, oder? Nee, tatsächlich gerade nicht. Kohle ist... okay. Mache ich erstmal so. Feuer kann ich da nicht mehr zustellen. Auch wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Na? Wie ist nämlich auf 34 und das wird nicht hochgehen. Weil das nicht wirklich realisiert. Aber egal, dann kann das eben hoch. Und wir müssen jetzt dann noch ein paar Schalen auf jeden Fall machen. Und wir müssen gleich noch ein bisschen Great Wood holen. Das würde zwar auch gehen, aber das ist irgendwie kostbarer, finde ich. Weil das Great Wood Holz findest du ja überall und die Silberwood-Bäume kannst du ja nur selber anpflanzen. Ja, müssen wir mal eben für nach vorne gehen. Zack. Hier müssten wir eine Menge haben. Zumachen. Wer ein bisschen craften wollen. Ich möchte tatsächlich gerade das Holz verwenden, was hier drin ist. Warum haben wir denn nur so wenig Holz? Ach, da oben ist noch eine Menge drin. Was sagen? WTF. So, Bowls, meine ich, gingen aus Slabs. Moment, haben wir nicht noch Slabs? Hier haben wir noch Slabs, ich wusste es doch. Wenn wir noch Slabs haben, dann kann ich die doch erstmal verbrauchen. Zack, zack, zack. Ja. Zack. Zack. Und zack, so. Das sollte ja erstmal reichen. Ich meine, das ein Ding gibt einen Vakkus, also... haben wir für das Rest unseres Lebens erstmal ausgesucht und über Kuss gefühlt. Das sind Eisenornberries. Okay. Ach ja, ich wollte noch Greatwood-Holz mitholen. Habe ich schon wieder vergessen. Da. Das ist ja 64, ne? Ja, nehme ich mal so mit. Dann habe ich ein bisschen was. So, darf ich jetzt mittlerweile meinen Zauberstab aufladen? Das wäre sehr nett von dir. Ja, darf ich. Okay. Na, der lädt sich jetzt voll. Und wir machen dann mal weiter. Weil wir haben jetzt, glaube ich, alles zusammen, was wir brauchen. Es muss jetzt nur noch verbrannt werden. So. Ignis, Potentia, Ignis. Okay. Nehmen wir jetzt erstmal unser Potentia-Glas und schütten das Potentia da rein. Oha, es ist sogar voll. Dann kann das hier mal eben weg. Was wir machen können, ist schon mal die nächsten Schalen hier zerstören. Warte, das war jetzt Ignis noch und Potentia. Ignis nehmen. So. Ignis. Ach, Potentia will ich ja hier hinstellen. Ignis. Ignis. Das ist hier eine Ecke. Ich finde das mit den Labels auch immer voll gut, weil man kann es echt schnell erkennen dadurch, ne?
Potentia. Potentia. So. Ich brauchte davon aber, glaube ich, 64, ne? Für die Fusion. Kann das sein? Ja, 64. Gut. Das heißt, für Notfälle nehme ich beide Gläser mit. Man weiß ja nie, ne? Dann habe ich hier das liebe Vakus. Und dann kann ich das auch nochmal durchbraten. So, Vakus. Achso, das ist nicht durchgefiltert worden. Also das ist nicht durchgelaufen zu Ende. Ich frage mich gerade, warum das hier nicht durchläuft jetzt. Oder ist das irgendwie zu... Egal. Abo auf jeden Fall. Aber da kommt ja noch mehr zu. Gott, oh Gott, ja. Geh mal hoch, Vakus. So. Damit haben wir dann erstmal genug Vakus, weil ich brauchte, glaube ich, nur 24 Vakus. Kann das sein? Ja. Das heißt, da habe ich auch erstmal genug. Dann brauche ich noch Zauberstab. Oh ja, Zauberstab, Zauberstab. Oh ja, mach ein Zauberstab, Zauberstab. Bis. Achso. Dafür brauche ich ja 64. Da wird das schön fleißig rausgezogen. Dieses Arborglas mache ich noch voll. Und das andere lösche ich. Ich glaube nicht, dass ich jemals drei Gläser Arbor brauche. Also mache ich jetzt zack. Und zack. Jetzt habe ich noch Vakus. Genau, leer machen. Hier habe ich jetzt Vakus drin. Nochmal Vakus. Habe ich hier noch? Ne, da ist nur Arbor drin erstmal. Ja. Vakus habe ich ja 64. Das Glas wird ja nicht leer gehen gleich, das weiß ich. Dann habe ich hier noch Zauberstab, gut. Und noch ein Glas mit Zauberstab rein, bitte. Ein bisschen was möchte ich nämlich in Reserve haben tatsächlich. Einfach nur, dass falls was passiert, ich immer schön reagieren kann. Na, das ist immer ganz gut so. Und dann machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge dann die Fusion. Dann drücken wir hoffentlich mal mir die Daumen, ne? Weil ich möchte das jetzt nicht am Ende der Folge so zwischenquetschen. Weil dann beschwöre ich hinauf, dass da was passiert. Ich sollte, glaube ich, mal kurz aufhören damit. Dass das mal eben alles hier rausfließen kann. Weil Abo wird echt fleißig produziert hier, muss man einfach mal sagen. Das muss ich mal eben rausfischen. Das ist weg. Das ist weg. Na? Gut. Kann ich das nicht auch da rausnehmen? Nein, kann ich nicht. Okay. Es geht tatsächlich nur aus diesen Dingern. Ist ja dumm. Kann ich das doch da hinstellen? Oh Mann, Shiro. Auf die Idee hättest du mal früher kommen können, dass das nämlich geht. Aber egal. So wird das nämlich abgezogen. Und wir haben jetzt hier ein bisschen, okay, dann kann ich auch noch ein bisschen was verbrennen. So. Dann geht das auf, wenn Arbor da jetzt so schnell abgeflossen wird. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge uns tatsächlich mal an die Fusion wagen. Die Schälchen tue ich mal eben hier hin. So, dann haben wir nämlich, das haben wir, die Teile haben wir und die Teile haben wir. Das heißt, wir haben alle vier Elemente und das ausreichend, soweit ich weiß, oder? Ja, die ganzen Sachen haben wir auch. Was ist es? Hi, oh Gott, es darf nichts von diesen beiden Amuletten zerstört werden, das steht schon mal fest.
Sonst müssen wir uns nämlich den von Flu klauen. Naja, Flu kriegt ihn ja wieder, so ist es ja nicht. Wird das abgezogen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht vernünftig abgezogen wird. Egal. Also Leute, in der nächsten Folge fangen wir dann an mit der Fusion. Und dann hoffe ich, dass das alles glatt läuft. Das ist doch schön, Leute. Das ist doch gut, dass wir ein bisschen vorankommen. Ja, Leute, in der nächsten Folge geht's los. Dann geht's wieder in Fusion. Und das ist auf High. Oh, 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 oh. Nicht, dass da was passiert. Also verpasst es nicht, wenn wir morgen eine Fusion vornehmen. Bis dann, Leute. Ciao.